Hallo Claudia, tut mir leid, dass ich gestern diese Aufgabe irgendwie übersehen habe. Das passiert manchmal, aber nicht besonders häufig. Also, wir haben hier nochmal die Aufgabe. Wir haben jetzt die Kurvenschar FC von x gleich x hoch 3 minus 3x Quadrat plus c. Und wann hat diese Kurvenschar genau zwei Nullstellen? Das geht jetzt um Fallunterscheidung. Das heißt, man kann natürlich dann auch genauer noch fragen, wie wann hat sie genau eine Nullstelle, wann hat sie genau zwei Nullstellen, wann hat sie mehr als zwei Nullstellen? Gut, aber hier geht es jetzt tatsächlich nur um die zwei Nullstellen. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie sieht grundsätzlich eigentlich so eine Funktion mit x hoch 3 mit einem x Quadrat aus? Und dann ist dieses hier tatsächlich nur die Verschiebung in y-Richtung. Das heißt, unser Schaubild sieht im Prinzip, sieht es erstmal, vermuten wir, so aus. Ja? Das ist eine Sache, da kann ich nur einen Graphenzeichner empfehlen und sagen, guck dir mal Funktion musst du tatsächlich ein bisschen verinnerlicht haben, damit du das jetzt erstmal so erkennen kannst, das ist ja eine x hoch 3 Funktion. Generell sieht eine x hoch 3 Funktion ja so aus, das ist nur x hoch 3 und minus 3x Quadrat sieht halt tatsächlich so aus und jetzt müssten wir im Prinzip grafisch das Ganze addieren, dass wir dann hier tatsächlich minus 3 und minus 1,5 meinetwegen zusammenpacken und dann kriegen wir hier minus 4,5 raus. Hier ist 0 und 0, kriegen wir 0 raus und hier, ne, wird es dann tatsächlich ein bisschen komplizierter, aber generell kann man das schon mal versuchen zu zeichnen, auch mit einer Wertetabelle. Gut, jedenfalls ist wichtig, dass dieses plus c hier hinten tatsächlich nur eine Verschiebung in y-Richtung angibt und um jetzt erstmal überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen, berechnen wir mal die Nullstelle von, wenn c gleich 0 ist. Ja? Das heißt, wir machen hier c gleich 0 als ersten Test, um uns davon, um mal zu checken, wie diese Funktion überhaupt aussieht. X hoch 3 minus 3x Quadrat. Das haben wir im Prinzip in der Aufgabe gestern schon mal gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier x Quadrat ausklammern. Es bleibt übrig x minus 3. Und jetzt haben wir hier tatsächlich schon einen dieser Sonderfälle, wo wir sehen können, wir haben hier erster Fall ist 0 gleich x Quadrat und zweiter Fall, oh Mann, 0 gleich x minus 3. Hier draus folgt x1 ist gleich 0 und hier raus folgt x2 ist gleich 3. So. Das bedeutet, hierbei haben wir jetzt Folgendes. Jetzt können wir noch mal schauen, warte mal. Ganz generell können wir hierzu vielleicht noch was anderes sagen. Aber erstmal will ich jetzt hier gucken, wir haben hier eine Nullstelle und bei 3 haben wir eine Nullstelle. Und wir haben ja gerade eben schon gesehen bei dem Test, dass wir hier im Prinzip so einen Graphen jetzt bekommen. Jetzt können wir uns natürlich auch schon mal gleich überlegen, zwei Nullstellen bedeutet halt tatsächlich, dass ein Extremum auf der x-Achse liegen muss. Denn wenn das Extremum hier liegt, dann gibt es tatsächlich, das ist bei einer hoch 3 Funktion standardisiert, hast du bei einer kubischen Funktion ein Extremum, auf der x-Achse hast du nur zwei Nullstellen. Das bedeutet, wir können jetzt von dieser Funktion plus c hier, können wir mal die Ableitung bilden. Das hier war jetzt tatsächlich nur so der Einstieg, so würde man jetzt nicht unbedingt immer vorgehen. Wenn das f von x ist, dann haben wir f' von x gleich 3x Quadrat minus 6x. Und wir wollen ja ein Extremum, die Extreme ausrechnen. Das heißt, wir setzen die erste Ableitung gleich 0 und haben jetzt hier tatsächlich dann x können wir ausklammern, steht hier 3x minus 6. Dann haben wir hier den ersten Fall x gleich 0 und hier haben wir den zweiten Fall x gleich 2. Was bringt uns das jetzt? Wir haben also für diese Funktion hier, haben wir grundsätzlich immer die Extreme bei 0 und bei 2. Und wir können jetzt entweder den einen Extrempunkt hier in den Ursprung hier tatsächlich verschieben, beziehungsweise kann der Extrempunkt halt tatsächlich für x gleich 0 auf der auf der x-Achse liegen. Und für x gleich 2, den hier, können wir tatsächlich auch dahin verschieben. Das heißt, es gibt tatsächlich nur zwei Möglichkeiten. Wir sollen ja auch die Antwort kurz begründen. Das heißt, eine ganz rationale Funktion dritten Grades kann nur genau zwei Nullstellen haben, wenn ein Extremum auf der x-Achse liegt. Das heißt, wenn wir eine, ja, sagen wir ruhig, doppelte Nullstelle haben. So, wann haben wir denn eine Nullstelle für x gleich 0?
Das haben wir gerade eben schon gesehen. Die haben wir nur, wenn c gleich 0 ist. Und wann haben wir eine Nullstelle für x gleich 2? Dann können wir sagen, wir setzen also in f von x dieses Ergebnis x gleich 2 einmal ein. Also, erster Fall wäre f von 0 gleich 0 hoch 3 minus 3 mal 0 Quadrat plus c. Und f von 0 soll gleich 0 sein. Das haben wir ja gerade eben gesagt. Hier, damit dieser Punkt tatsächlich da im Ursprung ist, dann können wir hier statt f von 0 0 schreiben. Haben dann 0 gleich 0 hoch 3, der ganze Kram ist weg. Das heißt, der erste Fall ist 0 gleich c. Und der zweite Fall wäre halt tatsächlich, dass hier eine 2 stünde. Dann könnte man hier eine 2 hin, habe ich eine 2 gesagt? F von 2, f von 2 soll tatsächlich 0 sein. Dann haben wir hier 0 ist gleich 2 hoch 3 minus 3 mal 2 Quadrat, was so viel ist wie 8 minus 12 oder insgesamt minus 4. So, das heißt, hier steht 0 gleich minus 4 plus c. Dann rechnen wir hier die 4 rüber, dann steht da plus 4 ist gleich c. Und dann können wir sagen, die Funktion fc von x gleich x hoch 3 minus 3x Quadrat plus c hat genau zwei Nullstellen, wenn c gleich 0 oder c gleich 4 gilt. Denn dann sind und so weiter und so fort. Ich hoffe, das kann man jetzt daraus rekonstruieren, aus dem, was ich gerade eben in 6 Minuten 30 erzählt habe. Und ich freue mich schon auf Kommentare.